Brotzeit ist. Ja, das wird mir fein schmecken. Der Schweinsbraten. So, geht gleich weiter. Hallo, liebe Freunde des Indo-Buschkräftens, der gepflegten Messerkunde und alle Liebhaber eines schönen Schweinsbratens. Ja, heute ein kurzes Video über zwei neue Messer, die ich vor kurzem bekommen habe von der Firma Messerfieber. Die Leute sind ja seit knapp einem Jahr auf YouTube, Facebook, Twitch und so weiter recht aktiv und machen da auch sehr interessante Auktionen mit Verlosungen und massenweise Schnäppchenpreise. Und da konnte ich dann auch nicht widerstehen und habe mir hier zwei Messer bestellt, gekauft. Ja, und die wollte ich jetzt mal kurz vorstellen, bevor ich sie dann mal direkt outdoor mit ein bisschen stärker zur Brust nehme. Ich bin da durch ein Video von Corbinian aufmerksam geworden. Der hat mich darauf hingewiesen, dass die Firma Messerschmiede aus Nürnberg, immer mal wieder, besonders am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, wie gesagt auf YouTube und Twitch und so weiter, solche Online-Auktionen macht. Da werden dann verschiedene Messer aufgerufen, Startpreis 1 Euro oder 5 Euro und dann wird geboten bis zum gewissen Punkt und einer bekommt es dann. Bis jetzt sind die Messer meistens so knapp 50-60% des Originalpreises weggegangen. Also das heißt, da kann man schon ganz gut ein Schnäppchen machen. Ich habe mir jetzt allerdings hier einmal ein Tagesangebot, ein sogenanntes, gekauft. Das ist ein bisschen kleineres Modell, ein sogenanntes Neckknife. In so einer kleinen, wird geliefert in so einer Lederscheide. Die ist recht, wie sagt man, ja, neutral verarbeitet und wirkt auch sehr stabil. Ich mag Lederscheiden beim Messern irgendwie mehr wie diese ganzen Cordura oder was da alles gibt, ne? Die ganzen selbstgeformten Kydex-Scheiden und so weiter, das ist mir zu mass, zu stabil, zu Plastik, zu unecht. Ich finde, ein schönes Messer gehört in eine schöne Lederhülle. Das ist auch besser für die Klinge, habe ich jetzt gehört. Die meisten Kydex-Scheiden würden die Messer irgendwann mal zerkratzen. Nun ja, ich habe keine, deswegen kann ich es nicht bestätigen. Also das ist ein sogenanntes Neckknife, das ist relativ klein, aber doch relativ groß auch wiederum. Ich hätte es mir ein bisschen kleiner vorgestellt, aber nun sieht es selbst. Das hier ist dieses Gerät, das hat so eine Bushcraft-artige Klinge. Sehr massiv, es hat also hier einen Fulltank-Stahl, also einen durchgehenden Stahl und einen, ich finde, sehr schönen Holzgriff. Entschuldigung, hier hinten ist noch eine Öse für Lanyard oder Schnüre durchzumachen, dass man es dann so am Hals nach unten trägt. Warum das dann Neckknife heißt, verstehe ich eigentlich nicht. Normal müssen wir einen Neckknife im Knick tragen. Wie früher bei den Cowboys manche Spezialisten die Derringer hinter dem Nacken hatten. Wenn sie sich dann ergeben mussten, hatten sie dann ruckzuck wieder eine kleine Pistole in der Hand. Kennt ihr vielleicht aus manchen Filmen. So dachte ich auch mit dem Messer, aber es ist doch etwas schwer und etwas groß. So einen breiten Hals habe ich nicht. Ja. Ich habe da schon ein bisschen was mit geschnitten und so weiter. Man sieht es auch, ich habe es auch irgendwie hier, habe ich leichte Spuren. Da habe ich es mit meinem blöden
dünnen Schleifstahl versucht zu schärfen, der da allerdings nichts taucht. Muss mir dann nochmal was Besseres besorgen. Aber sonst ist es wirklich schön verarbeitet, wie ich finde. Es hat hier einen schönen Rutschschutz, also für den Zeigefinger kommt man nicht in die Klinge. Hier oben ist dann nochmal so ein bisschen abgeflacht und dadurch hat man das trotz seiner Größe recht schön in der Hand. Ihr seht, das ist für meine Hände auch recht klein. Ich habe jetzt Handschuhgröße 8,5, 9 ungefähr. Aber für so kleine Arbeiten, mal was schnitzen und so, ist es, glaube ich, ganz gut geeignet. Und als Backup-Messer kommen wir mal zu den technischen Daten, wie es so schön heißt. Ich habe hier so ein kleines Messmeter. Das ist ein ganz lustiger. Der hat immer 5 cm Schritte. Das ist ideal für so kleine Sachen. So, die Gesamtlänge haben wir hier knapp 15,4. Grifflänge wäre 7,5, ne, sagen wir mal knapp 8. Und die Klingenlänge bis zum Heft sind 7,5. Und der liegt also nicht im 42a. Paragraphen, wobei es da jetzt ja auch einige Änderungen geben wird. Es gibt ja auch mittlerweile die Schreibweise bei 42, ist es eigentlich sogar so, dass der Gesetzgeber der landesmäßig Messern ab 4 cm Klingenlänge an gewissen Arten verbieten kann, bei feststehenden Messern und so weiter. Das heißt, das ist sehr flexibel gehandhabt. 4 cm ist natürlich dann wirklich klein. Das ist dann mehr so ein Nagelklipser. So, jetzt haben wir hier noch das Gewicht. Das liegt so bei knapp 90 Gramm etwa. So ganz exakt ist die Waage leider hier nicht. Aber mit der Scheide, okay, mit der Scheide können wir da auch nochmal. Die wird es dann 100 sein. Oh, ja, sogar ein bisschen mehr, 105. Und knapp 100 ohne. Was ist zum Messer zu sagen? Also das Wichtigste habe ich ja schon erwähnt. Das hat auch einen wirklich dicken Stahl hier. Also der ist liegt bei knapp fast 4 mm. Das ist, glaube ich, ein 4046er oder 4043 oder so ähnlich nennt er sich der Stahl. Ich habe letztens schon ein bisschen probiert und habe dann gemerkt, dass es doch nach dem ersten Einsatz schon leicht ein bisschen abgestumpft war. Also Papier konnte ich nicht mehr mitschneiden. Dann hatte ich es probiert mit meiner mit so einem kleinen dünnen Schleifgerät wieder scharf zu machen. Hat nicht so richtig funktioniert mit dem Ding. Habe mir dann allerdings hier ein bisschen was reingeschrammt. Das ist so ein Spezialstahl, der von allem ein bisschen was kann, aber nicht so spezialisiert ist. Also es ist rostfrei oder rostträge, aber er hält jetzt nicht so ewig die Schärfe. Das heißt, man muss es schon immer mal wieder ein bisschen nachsteifen. Was aber bei so einem kleinen Messer sicherlich nicht allzu anfällig sein wird. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Sachen. Also einmal hier wie heißt es denn? Heute fahren wir wieder die Wetter nicht an. Das schneidet also ziemlich schnell durch hier die Schnur. Paracord, sorry. Ja, das geht durch die Butter. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Holzding. Der sieht, da kann man schöne Löckchen schneiden. Ja. Das ist eigentlich ganz interessant, dass man da indoor-mäßig ist es immer ein bisschen schwierig, da hat man nicht so die Kraft. Okay. Ja. Also ich denke mal für Schnitzen und so weiter. Man könnte vielleicht auch, wenn man nicht allzu breites Holz hat, ein bisschen Betoning betreiben. Ich glaube, von der Stabilität hält es das auf jeden Fall aus. Mit dem Fundhängen-Triff. Ich hatte auch hier mit dem Feuerstahl probiert, das geht auch wunderbar. Und dann mit der Kante, die ist sehr scharfkantig geschliffen.
Also es ist ein interessantes kleines Backup-Messer für Outdoor. Mein kleines Problem war, dass hier leider keine Gürtelschnalle mit dran ist an der Scheide. Ich hätte es ganz gern so als kleines Gürtelmesser getragen, weil es halt nicht ganz so aufträgt wie die großen Modelle. Dann muss ja nicht gleich aussehen wie Ben Hur, die große Axt rausholt. Das kann ich mir, würde ich mir wahrscheinlich nochmal dran versuchen, dran zu nähen. Irgendwie so eine kleine Schnalle, dass man das an den Gürtel machen kann. So um den Hals rumhängen möchte ich mir es jetzt nicht, da ist mir es dann doch ein bisschen zu schwer. Es gibt die in verschiedenen Größen, also das hat das sich Tagesangebot genannt für 15 Euro. Also ist wirklich sehr günstig für die gebotene Qualität. Und die gab es dann auch noch ein bisschen kleiner, mit kleinerem Griff und vor allen Dingen etwas kleinere Klinge. Man konnte es jetzt allerdings nur so auf dem Monitor, konnte man es dann so wirklich sehen, wie groß es dann tatsächlich ist. Der Ahmed, der diese Sachen da macht bei Messerfieber, hat relativ große Hände. Bei ihm wirkt das ganz zierlich und klein. So ein bisschen wie Obelix, wenn er seinen Idefix streichelt. In Realität ist es dann doch ein bisschen größer. Aber ein gutes Mittelmaß, also finde ich ganz gut. Man muss dazu sagen, die Messer, das habe ich jetzt ganz vergessen, das ist eigentlich das Wichtigste, die kommen größtenteils, wenn nicht sogar alle, aus der Türkei. Und der Ahmed von Messerfieber ist da mit verschiedenen Messermanufakturen zugange, die in der Türkei arbeiten und dort die Messer handschmieden, zum größten Teil. Also ich glaube, fast alles sind irgendwie handgearbeitet, so wie ich das verstanden habe. Da gibt es also verschiedene Manufakturen und dann hat er auch mal einen Film drüber gedreht. Das fand ich sehr interessant bei dem Schmied. Und man sieht, wie der dann wirklich mit dem Hammer die Eisen dengelt. Das macht es natürlich auch sympathisch. Das ist also nicht so eine Fließbandsache aus China, sondern wirklich noch so ein bisschen ehrliche Handarbeit. Und der Griff ist auch wirklich schön. Der ist auch hier sehr sauber glatt geschliffen. Also für 15 Euro, muss ich sagen, hat mich das qualitativ ziemlich beeindruckt. Ist ein tolles kleines Messerchen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Modell. Ich habe mir dann noch ein anderes gekauft, weil ich habe hier in meinem anderen Video dieses Hunter Force, oh, sag ich auch schon so ähnlich, Hunter Force GK Grobmesser. Das ist ja auch so ein feststehendes Messer im Halfter. Aber so ist es mir manchmal ein bisschen zu brachial, das so öffentlich herzuzeigen, dass man da so ein Messer hat, wenn man jetzt doch Leuten begegnet im Park und Flur und Wald und Wiese. Deswegen dachte ich, ich kaufe mir mal noch ein etwas größeres Taschenmesser. Die ich habe, sind ja meistens so multifunktional. Da ist dann die Messerklinge doch meistens auch recht zart, auch bei den Bundeswehrmessern, hatte ich euch schon gezeigt. Für normale Schneidarbeiten ist es dann auch okay, aber wenn man doch mal unterwegs ist und will einen größeren Ast abschneiden oder so, dachte ich, ist so ein größeres Taschenmesserartiges Outdoor-Messer doch ganz okay. Es kommt also hier in der schwarzen dieser Scheide, hat hier so ein Wolf eingeprägt, wie ihr seht. Da gibt es also immer verschiedenste Motive, Schlangen und so weiter. Hier ist auch noch sehr stabile und sehr schön breite Gürtelschnalle dran. Die ist hier so verniedet. Und das alle die Scheide selbst irgendwie der Verschluss ist auch ganz stabil. Das macht alles einen sehr robusten Eindruck. Das ist festes Leder und ist im Preis mit drin. Dann gab es also hier diese Taschenmesser. Zeige ich erstmal den Griff hier. Da weiß ich leider nicht so wirklich, was es ist. Polyresin oder so, glaube ich. Das gibt es in verschiedensten Farbkombis. Hat so einen schönen Marbling-Effekt. Fand ich sehr hübsch. Und es ist ein Backlock-gesichertes Messer. Ist relativ schwer, das messen wir dann gleich aus. Und die Klinge ist auch wirklich ziemlich groß. Hat mich überrascht, dass es dann doch so ein Brummer ist. Also ich hab da viel Platz. Meine Hände können sogar ein paar Zentimeter kleiner sein. Aber nun ja,
Je größer ist manchmal auch besser. Da kommen die Wildschweinchen nicht ganz so stark an einen ran. So, jetzt messen wir es mal aus. Muss ich allerdings den Messmeter ein bisschen vergrößern. Also die Gesamtlänge ist hier bei guten 25,5. Grifflänge 14,5. Und die Klinglänge bis direkt an den Schaft sind 11,2, so ungefähr 11 cm. Der Stahl ist nicht ganz so dick wie beim kleinen EDC. Ich denke mal, da kommt so auf 3,5 in dem Bereich. Das ist hier vernietet, ne, wenn man sieht, mit 3 Nieten. Und kommt auch recht scharf. Also das hat am Anfang auch Papier geschnitten. Und nach einigen anderen Schneidsachen war das mit dem Papier jetzt ein bisschen weg. Wie gesagt, ich will das nicht mit irgendwas kaputt schleifen. Ich hole mir da schon einen vernünftigen Schleifer. Und dann kann ich es auch wieder. Es ist aber immer noch scharf genug für die meisten Tätigkeiten. Es hat also hier diesen Backlog, wo man es ganz schön zumachen kann. Schnappt auch sauber ein, satt. Finde ich ganz gut. Das ist ja bei den anderen Taschenmessern da von Miltec, was ich da habe, teilweise nicht so gut gelöst. Das hängt dann so ein bisschen locker und das wirkt so, als ob es wirklich satt zu und aufgeht. Wollen wir hier auch noch ein bisschen was schnitzen. Wie gesagt, ich kann hier nicht so wirklich arbeiten mit dem Handy auf dem Tisch, aber okay. Es ist auch für feinere Sachen wahrscheinlich einsetzbar, denke ich mal. Ja. Also, ich glaube, das ist ein ganz gutes Teil, was so ein normales Buschkraftmesser ganz gut vertreten kann. Ich denke, bei Toning wird es wahrscheinlich auch ein, zwei Mal überleben, wenn man sich jetzt nur auf die Messerklinge konzentriert und nicht auf den Griff legt. Das sollte man ja bei Taschenmessern generell nicht so wirklich machen. Das ist ja doch ein bisschen Mechanik und so weiter, die dann vielleicht Schaden nimmt. Aber ich betone eh kaum was. So dicke Äste muss man nicht mit dem Messer bearbeiten. Die kann man dann auch sägen oder mit einer Axt. Oder man lässt sie links liegen und nimmt dünnere Äste. Für Brennholz und so weiter. Also ich finde es ganz gut. Ich würde es hier noch ein bisschen an den Griffschaden. Merkt man so einen leichten Übergang. Da ist so ein bisschen eine bisschen raue Kante quasi. Mit so einem weichen Schleifschwamm gibt es ja bei den Baumärkten. Kann man das noch mal ein bisschen überziehen und dann ist es auch sehr griffig. Über die 42A-Konformität, wie gesagt, da ist es ein bisschen schwierig, da jetzt was Genaues drüber zu sagen. Offiziell geht es ja bis 5 cm, auch bei feststehenden Klingen. Aber wie gesagt, da ist ja jetzt irgendwie ein bisschen was in der Mache, dass sie das ein bisschen nachschärfen wollen. Gesetze und die Beschränkung gilt natürlich auch hier an verschiedenen Plätzen mit hohem Publikumsverkehr. Soll man ja generell keine größeren Messer dabei haben. Ich werde es hauptsächlich im Wald, Feld und Flur benutzen und wie gesagt, dadurch, dass es ja ein Taschenmesser ist und das hier in dem Holster ganz gut unterkommt, fällt es jetzt an der Hose nicht ganz so ins auf wie so ein großes feststehendes. Das könnte auch ein normales Taschenmesser sein. Und ein Multifunktionswerkzeug. Und dann hat man trotzdem, wenn man irgendwie in Verlegenheit kommt und bräuchte ein größeres Messer, um was zu schneiden oder so, hat man dann doch ein ziemlich großes Teil dabei. Ja. Dieses Messer habe ich jetzt dort gekauft in der Spezialaktion. War jetzt keine Auktion, sondern eine Aktion. Für 30 Euro. Also da kann man nicht meckern. Offiziell werden die für 55 oder 65 Euro gehandelt. Also da gibt es noch einen Laden, auch in Nürnberg. Und da fand ich den halben Preis. Das fand ich schon echt eine noble Sache vom Ahmed. Muss ich wirklich sagen. Er macht es auch sehr sympathisch. Sehr lustig. Letztens kam abends mal ein bisschen was über Seven vs. Wild im Smalltalk.
im Chat. Und es ist mittlerweile eine relativ große Community, aber es sind doch immer wieder viele von denselben Leuten da, die da bei den Aktionen mitmachen und so weiter. Das ist recht unterhaltsam. Das beginnt, wie gesagt, meistens Freitag, Samstag, Sonntags um 8 Uhr abends und geht dann so 2 Stunden etwa. Zum Schluss gibt es dann immer noch eine tolle Verlosung für alle Leute, die bei Facebook und so weiter registriert sind und da das teilen und linken, verlinken, kommen dann in so eine Losbude, Lostrommel und dann wird dann irgendein Preis ausgewählt und wenn dann einer gewinnt, finde ich auch sehr nett, teilweise auch richtig große, teure Messer dabei. Also der Messerfieber macht da ganz schöne Sachen. Die haben auch ein ziemlich breites Angebot, also sie haben wirklich sehr viele verschiedene Messer, große Bushcraft-Messer und kleinere Sachen. Dann haben sie auch Äxte, verschiedene Haushaltsmesser, so ein paar Sachen und Bögen, Pfeil und Bogen für die Indianer. Oh, er hat schon wieder Indianer gesagt. ja, und verschiedene andere Dinge. Ich glaube, da kommt auch noch mehr mit der Zeit. Und in Preis-Leistung finde ich die jetzt schon mal sehr gut. Also ich glaube, für 30 Euro hätte ich jetzt bei Amazon ein Messer in der Stabilität und Ausführung, wird es nicht gekriegt. Das ist dann meistens irgendwas Chinesisches, wo dann der Griff abfällt. Aber ich muss dazu sagen, ich habe es auch jetzt noch nicht so extrem ausprobiert. Die wirkliche Outdoor-Einsätze, die warten, lassen noch ein bisschen auf sich warten. Es ist ja noch ein bisschen arg kalt draußen, da hat man nicht so Lust, so viel zu machen. Und von daher kann ich da noch nicht viel drüber sagen. Ich meine, jetzt extrem hebeln und so weiter würde ich jetzt nicht damit. Aber was alles, was so schneiden, schnitzen, ein bisschen hacken und so weiter angeht, dürfte das bestimmt funktionieren. Ja, wie gesagt, das waren meine beiden Käufe dort. Dieses Taschenmesser und dieses sehr hübsche, urige, kleine Neckknife. Das gefällt mir also auch sehr gut. Ist auch eine interessante Ergänzung. Das große für die groben Arbeiten und das kleine dann. Da kann man auch sein Brot mit schmieren und schneiden und so. Das ist echt handlich und süß. Ja, habe ich das noch nicht gewogen, glaube ich, das große. Das hat natürlich ein bisschen mehr auf der Waage. Das sind knapp 150 Gramm. Aber das ist ja auch gute Qualität, starker Stahl. Da wiegt natürlich auch was. Und die Größe natürlich. Also, ich kann jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Messerfieber, YouTube, Facebook und Twitch. Und ich habe auch TikTok, macht da auch ein paar Livestreams. Da kann der eine oder andere sicherlich einen schönen Schnapper machen. Okay, so, das soll es jetzt mit diesen Messern gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit weiterhin. Viel Erfolg, schneidet euch nicht in die Finger. Und denkt dran, draußen gibt es nur Kännchen. Ciao, ciao, bis demnächst.